Und da sind wir wieder zurück zu einer neuen Runde Echo. Mittlerweile, liebe Teddybear. Hallöchen. Und eine Menge, Menge Arbeit. Steigst du mit ein? Wo willst du hin, ist die Frage. Ich will meinen Erfolg zeigen. Okay. Also dein Verdienst sozusagen, weil du es dann doch noch gefunden hast. Aber wenn du dich an die letzte Folge erinnerst, dann habe ich gesagt, ich suche uns Gold und das mit einem One-Hit. Genau. Und falls jetzt jemand... Bleib mal ganz kurz stehen, bitte. Muss das mal für die Welt zeigen. Kannst du noch mal die Treppe, also die Brücke runterfahren? Ja, sehr gern. Also wir waren auf der Suche nach der güldenen Ressource. Der Teddy hat seinen ersten Spatenstich eigentlich schon richtig gemacht, aber er hat ihn nicht tief genug gesetzt. Aber wir gehen da gleich mal näher drauf ein. Nee, jetzt macht das nicht mehr. Doch, jetzt macht das wieder. Yo, stoppy. Okay, fahr weiter. Fährst dann immer auf den zwei, also auf den Vorderrädern. Ja, klar. Sandfahrer. So, dann haben wir eine riesige Straße gebaut. Und? Weil wir mussten ja dann hier in das Tropengebiet. Problem beim Tropengebiet oder generell bei dem Gold ist, dass es bis 30 bis 70 teils oder von 40 bis 70 teils unter der Erde ist. Was von hier aus, ich habe es mal unten markiert, noch 47 Meter sind. Und das ist eine Menge Arbeit, wenn man das so betrachtet. Da habe ich mich eines Tricks bedient, indem ich hier einen Fahrstuhl hingehockt habe. Also das hier war erst Plan alles, ne? Da waren zwei oder drei Schaufeln gesetzt. So, und dann habe ich mich immer runtergefahren, bis ich quasi auf Erde gestoßen bin. Sag mal, hier war jetzt Erde. Und dann habe ich mich hier an der Seite durchgebuddelt. Mitfahren. Bitte? Du musst ja mitfahren. Das backt ja immer. Das sind ja zwei Fahrstühle. Ja. Scheiße, ich fahr mit. Also hier war quasi ja noch, wir haben uns ja runtergebuddelt, ne? Genau, das ist der normale Weg. Da war ja auch dein Lageranfang, das habe ich noch fertig gemacht und dann gemerkt, die connecten nicht miteinander, dann konnte ich das wieder vergessen. Hier bin ich irgendwann runter und habe angefangen zu gucken, wo eventuell Gold ist. Wir haben ja den motorisierten, ich habe den nicht dabei, den motorisierten Bohrer. Und dann ging das noch ein Stück tiefer. Also hier unten, irgendwo kommt die Treppe an, hier an der Seite. Bin ich das erste Mal auf Gold gestoßen. Und so, ich muss warten, bis der jetzt für dich da ist, damit ich meinen rufen kann. Genau, und dann habe ich das halt eben im Fahrstuhl gemacht. Der Vorteil ist, wir haben jetzt in jeder, also in unterschiedlichen Höhen, man sieht das hier an den, wenn man M drückt, ja, damit, wenn ich das erkläre, dann kannst du das auch gerade sehen. Auf der Map sieht man die unterschiedlichen Elevator-Knöpfchens. Da sind auch Lager, sodass man von hier unten immer alles per Lager hoch transferieren kann direkt. Und fährt dann halt mit dem Fahrstuhl wieder hoch. Ich finde, das ist besser, als wenn du jetzt mit dem Auto hier runterfährst. So, jetzt fahre ich meinen noch runter. Genau, und die Elevator, ich weiß nicht warum, aber die sind irgendwie client gebunden. Die sind sehr verbuggt. Warte mal, guck mal hier. Deswegen hatten wir auch in einer Folge da dieses doppelt hoch und runter, wo ich quasi runtergefahren bin, während es ja was hochgefahren ist und dann war der Fahrstuhl irgendwie unten und dann wieder auf einmal schnell oben und dann wieder unten und das war halt einfach, weil die halt kollidiert sind irgendwie. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt Gold. Das ist schon mal ein Anfang. Oder? Könnte man jetzt sagen. Allerdings, Teddy, das ist nur der Anfang. Jo, ich fahr nochmal hoch. Genau, so. Jetzt kommt dazu, wir wollen ja
Okay. Wir wollen jetzt vorankommen, ja. Wir müssen ja jetzt, wir müssen pushen. Muss ich kurz warten, bis du oben bist. Ja, genau. Das ist wirklich ein bisschen doof. Und das Ganze in Anführungszeichen Technologie-Pushing muss jetzt so passieren oder wird so geschehen, dass wir wahrscheinlich The Beast nochmal upgraden müssen in Form von Material außenrum und Boden. Kannst du runterlassen, also du kannst hochfahren. Ja, runterlassen ist das falsche Wort. Ich kann die Hose runterlassen. Ja. Nach der Aufnahme. Oh, okay. Cool. Knackert aber ein bisschen was da im Getriebe. Ja, ich bin einfach zu schwer für den Aufzug. Das ist möglich. Der ist doch nur für Personen bis 500 Kilo. So. 501 Kilo. Ja, sollen sie draufschreiben. Er kommt da hoch. Jetzt drückt die Engine ihn da durch. Ja. So. Teddy, ich habe mir überlegt, ne, wir müssen das ja dann mit diesem Mortar Ashlar Stone machen, ne? Ja. Ich habe mir überlegt, ob wir das The Beast, das zweite, also das erste und das zweite Stockwerk, auch wieder grau machen, also im Granitton mit schwarzem Akzent. Entweder wir machen Schiefer, also ein bisschen blaugrau, oder wir machen Basalt. Das ist schon eher in die schwarze Richtung gehend. Oh Gott, das ist. Ich muss da mal aussteigen, das ist ja mega. Wie sieht denn jetzt mein Spiel aus auf einmal? Wie meins letztens? Jetzt hätte ich kein Anti-Aliasing gerade gehabt. Es war sehr verwirrend. Genau, also ich würde jetzt mal ein paar von diesen Steinchen herstellen, einfach nur mal, um zu sehen, wie die aussehen. Hier unten gab es signifikante kleine Änderungen, Anpassungen meinerseits. Wir mussten hier die Rohre neu verlegen. Und bei dem ganzen Rohr neu verlegen Gedöns habe ich alles in den Keller gepackt. Also alles, was mit Wasser und Abwasser zu tun hat, ist mehr oder weniger jetzt alles hier unten. Sprich, wir haben hier unsere Pumpen. Kommt von unten Frischwasser rein. Wird hier rausgepumpt. Alles, was Frischwasser beinhaltet, ist in Stahlrohren. Und alles, was Abwasser beinhaltet, ist in Eisenrohren. Das hat den Vorteil, dass man die nebeneinander bauen kann. Und so sieht das ein bisschen cooler aus, finde ich zumindest. Das ist also optisch und natürlich praktisch, was das Bauen angeht, wesentlich kompakter gehalten. Hier haben wir drei Elektrogeneratoren. Die werden mit ganz normalem Sprit angetrieben. Da läuft aber eigentlich immer nur einer von. Und ja, wenn der dann leer ist, dann fängt der nächste an. Genau, dann haben wir jetzt hier unsere, wir machen alles klein, kaputt und schmelzen alles Ecke. Hier, das waren ja früher mal die Rockerboxen, die wurden jetzt mittlerweile mal ersetzt, weil die halt alles kaputt machen. ja, ansonsten ist eigentlich alles noch so geblieben. Wir haben da hinten noch einen Ofen stehen, der jetzt gerade Glas macht. Das hat was mit Reorganisation zu tun, damit das ein bisschen schneller geht. Hier haben wir jetzt noch ein zweites Lager für erstmal nur den Split. Da kommen wir später noch auf eine, naja, Idee vielleicht. Und dann brauchen wir den ganzen Krams, deswegen steht er noch hier. Dass wir hier keine Pflanzen anpflanzen werden, war uns irgendwann bewusst geworden, weil, ja, The Beast macht halt irgendwie Dreck. Und hier wird dann doch keine Landwirtschaft entstehen, die kommt woanders hin. Aber das auch erst zu einem späteren Zeitpunkt, weil da brauche ich ein Spielzeug für. Aber vielleicht kann das auch der Teddy machen. Mir egal.
Ich kann es gerne mal zeigen. Also hier war ja eigentlich unser Ackerland vorgesehen und wir haben. Aber hier geht's, glaube ich, eigentlich. Ne? Hier wachsen ja die Tomätchen. Mhm. Marlboro. Marlboro? Tomaco. Kennst du das so aus der Simpsons-Folge? Also, Pollution ist bei 97%, also da geht noch was, da geht noch was. Wir hatten natürlich versucht, den See, oh mein Gott, hast du den Fluss schon gesehen? Ja, das fällt bald weg. Das verlagern wir doch woanders hin. Also wir haben jetzt hier eine Pollution von 112% am Grat. Und wenn ich jetzt mal, oh Gott, ich hoffe, mir wächst kein drittes Auge. Ja, also hier haben wir 72% unten am Boden. Oh, ist doch nur entspannt. Und das Seegras hat... This plant is dead. Ja. Ja, gut. Dafür, also gut, ich meine, die Maschine lief jetzt, glaube ich, die ganze Nacht durch, kann das sein? Ja, ja. Also ich habe hier, nur damit der Teddy-Chat-Talk das mitbekommt, ich habe hier halt immer ganz viel eingestellt. Ja, hier pro Ölbohrturm laufen hier immer 100 Fässer durch, dass die halt immer quasi den ganzen Tag durchrennen. Und ja, werden dann, wie gesagt, von den Motoren gespeist. Und das ist immer so ein Zyklus hier. Das läuft immer wieder rein und dann wird Kunststoff und Rubber und den ganzen Krams wieder alles hergestellt halt. So laufen die halt permanent. Ja. Dadurch, dass jetzt halt die Maschinen permanent gelaufen sind, ist er jetzt wieder ein bisschen rötlicher. Aber er war gestern tatsächlich etwas blauer schon, unser See. Weil ja wir das Rohr umgeleitet haben. Ja, das ist aber auch jetzt tiefstehende Sonne und... Ja, ja, ich meine, Pollution ist bei 76%. Also wir hoffen natürlich, dass wir im Laufe des Spielzyklus noch sowas wie einen Airfilter bekommen, dass dann vielleicht die Vegetation so ein bisschen die Chance hat, sich zu regenerieren. Aber ja, ne? Also wir sind hier am Leuchten. Genau, also was jetzt noch ansteht, das, was hier hinten ist, das muss noch alles weg. Denn das gehört hier nicht hin. Aber das machen wir wahrscheinlich in der ZDF erstmal. Aber wir wollen es trotzdem mal vorstellen, was passieren wird. Genau, ich gehe jetzt erst nochmal hoch. Was 136. Ist? 136. Ja, entspannt. Entspannt. Also, Teddy, pack doch mal den Bodenprüfer da weg. Das sind alles Fake News. So. Fake News, sagt er. Und ich habe dann später hier wieder Greenpeace am Arsch mit, ja, Umwelt. Hier pro Kreta und so, ne? So, was haben wir eigentlich vor? Wir wollen eine robotische Fertigungsstraße bauen. Und dazu brauchen wir Substrat. Und dazu brauchen wir... Ne, wir brauchen Basic Circuits. Dazu brauchen wir Substrate. Und dann können wir Elektromotoren herstellen. Und wir brauchen noch Servomotoren. Die stellen wir aber unten her. Und dann können wir die Fertigungsstraße immer bauen. Den Rest sollten wir... Also es fehlt eigentlich nur noch Servomotoren und Elektromotoren. Und dann können wir neuen cooles Krams-Stuff-mäßiges Zeugs bauen. Ne? So, und hier wollte ich das jetzt mal testen. Jetzt fehlt mir aber noch Mörtel. Den muss ich noch schnell holen. Wo habe ich denn den hingepackt? Scheiße, ich kann gar nicht so viel schleppen. Mann. Also ich habe auch Composite Holz mal hergestellt, ne? War notwendig für die Vierer-Module. Mein Karren steht auch direkt vor der Tür, ey. Ich doof.
Aber ich habe doch irgendwo schon den Mörtel hingestellt. Und ich muss sagen, Teddy, die Composite-Sachen, die sehen mega gut aus. Ja? Ja. Willst du mir etwas sagen, du hast noch nichts davon gesehen? Ich gar nichts. Ich lasse mich da immer wie die Zuschauer komplett überraschen. Dann musst du mal in mein Haus gehen. Geh mal in die Küche. Weil ich musste den Ofen ab... Also ich musste da ein bisschen was upgraden, damit der Ofen funktioniert hat. Ja, war der Klassiker halt. So, das schiebe ich hier rein. Genau, wie viel mal? Mal 4 auf 500? 500. Ah, warte mal. Ja, dann breche ich hier ab. Oh, da ist so viel hier. Was ist denn hier so viel? Ich glaub's, ich treffe als diesen winziges kleines X da unten. So, einfach mal die Maus langsamer stellen. Sind nur zwei Plätzchen drin, was ist denn das? Und mal ein bisschen Gold hier überlagern. So viel zu viel. Und den Schmutz. Oder auch keiner. Gut, da müssen wir gleich noch die Schwacke wegfahren. Gönnt er sich aus dem Smegomat? Nee, ich habe mir fürs Goldfarmen hatte ich mir so ein, was war das? Oldcrans geklaut. Ja, die haben ich ja. Die sind gut. Ein ganzes Deck. Ja, ja. Weil die habe ich auch immer dabei. Die oder einfach nur Tomaten. Weil wir sind ja Max-Level. Wir brauchen ja. Wir können fett werden. Ja gut, Elektro, so fehlt halt noch ein bisschen was, ne? Wie? Ach so, so sind wir Max-Level, ja. Du kriegst keinen Stern mehr. Ja, aber ich will Sterne. Wo bist du? Komm mal runter jetzt hier. Wo? Über dir. Gerade der Maschine zu, wie sie Blöcke zersägt. Ich habe gehofft, dass die Werkbank irgendwas Cooles mit dem Blattgold macht, aber es macht halt einfach nichts mit dem Blattgold. Ach so. Die habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Komm mal runter. Ich zeig dir mal. Irgendwas braucht da noch eine Sekunde bei mir. Ja, das ist dein 19er Erz. Wahrscheinlich dein 19er Gold. Mir noch irgendwo eins? Musst du später gucken. Komm mal jetzt mit! Wichtig! Da brennt's! Teddy! Ja, unten! Ich bin nicht im Keller, im ersten Erdgeschoss, da hier, wo man auch unsere City sieht. Ah, du wolltest mir noch was zeigen, was wir den Zuschauer zeigen wollten, wo du mich letztens so voll panisch. Oh ja! True! Gut, dass du es sagst. Also, diese Farbe hier von der Tür ist Palmwood. Ja. Ja. Und die fand ich sehr cool, die Farbe. Die sieht wirklich sehr cool aus. Ja, und jetzt gucken wir da rein. Oha. Das ist doch mal mega geil, oder? Das Zeug. Das ist wirklich cool. Ja. Also, ich habe da mega gefeiert. Die musste ich halt reinziehen, damit dieser blöde Ofen hier funktioniert. Damit habe ich. Da habe ich 130.000 Futter für die Äste, für Mörtel und so weiter reingebuttert. Ja, ich muss mich auch mal um mein Haus irgendwann mal kümmern. Das ist irgendwie einfach nur ein Nebenprodukt. Es steht halt einfach nur da. Ja, wir müssen echt mal eine Hausfolge machen, wo wir. Guck mal, ich habe immer noch ein offenes Obergeschoss, ja. Da steht ein Stockpile drauf. Aber dafür sieht es unten bei dir halt voll schön aus. Und bei mir ist halt einfach, ja, du kommst hier rein, hast noch die Einserwände. Ja. Und da ist nichts außer ein Wohnzimmer und ein Bett, was eh useless ist. Also. Ja,
Das war's halt, das ist Haus. Ja, deins ist schon sehr primitiv, das stimmt schon. Da bin ich einfach ein besserer Künstler, ne? Schon mehr, wenn ich hier reingucke, das ist schon sehr heimig. Das ist so ein Screenshot, was ein Dev normalerweise auf die Steam-Page packt, ne? Zum Review. So. Also meinst du, ich muss jetzt dein Haus einfach fotografieren fürs nächste? Null. Null. Genau. Ja, komm, hier steht der Schorsch, steig ein. Wir haben ja in der ZDF, gehen wir immer farmen. Wir farmen Erze und so Krams, damit ihr es nicht so langweilig habt, ja, wenn wir hier nur am Kloppen sind. Und das war an einem Samstag, glaube ich, Samstagabend. Samstagabend? Ach Mist. Ach egal, mach gleich. Ist ja. War nämlich ein Valorant. War ich Eisenfarm? By the way, hier hinten brauchst du nicht mehr hin, da gibt's kein Eisen mehr. Okay. Alles leer gesaugt. So, ich war am Eisenfarm und auf einmal RGB. Ich so, was ist denn das jetzt? Ihr seht's da unten schon ganz leicht. Also ich stand hier und hab gefarmt. Ja. Und dann auf einmal kommt das hier so durch. Ich so, hä? Moment, was ist das denn? Und da drin ist einfach Party. Und ich hab eine Statue gefunden. Und das sieht von hier aus, wenn du mal, guck mal hier von Teddy, guck mal von hier aus, das sieht einfach so aus, als wäre der Fisch aufgespießt. Und würde so drüber hängen. Mit dem Bauch nach oben, finde ich zumindest. Weißt du? Ja. Habe ich dem Teddy geschrieben, hier ist ein Wal, aufgespießt, mitten im Nix. Und der leuchtet, wie dein PC. Ja. Ich dachte mir nur so, okay, ich bin gerade mitten im Ranked, aber okay. Es ist halt einfach eine Echo-Statue. Also, ist jetzt die Frage, ja, weil Eco wird ja mit ECO geschrieben. Hier schreibt er ECKO. Es gibt Echo the Dolphin, der wird aber ECCO geschrieben. Soll ich es mal benutzen? Ja, hau rein. Du reitest den Delfin. Ja, gut. Das habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Ihn einpacken. Ja. Nein, jetzt habe ich ein Face im Inventar. Den können wir jetzt aufstellen. Nice. Warte, leuchtet der immer? Oh. Ja. Pack den mal ein, dann hast du das Face auch mal. Im Inventar. Ja. Schaufel ihn an. Hä, du kannst ihn nicht abbauen? Ich wollte mal drauf reiten, so wie du. Hab ich auch so einen rechten Arm. Ach, du hältst die Hand hoch. Hast aber Spaß. Wo stellen wir den hin? Auf unser Dorfplatz? Ja. Hat sich einfach mir vorbeigesneakt, Teddy. Ja. Teddy Ninja. Und dabei immer noch nicht hoch, jetzt. Ja, mega cool. Wusste ich gar nicht, dass sowas existiert in dem Spiel. Das war nochmal so ein kleines Highlight. Ja, halt einfach mit den Geschwindigkeiten nicht klarkommt. Das wäre halt auch noch so eine Idee mit wo willst du hin?
Ja. Das ist auch okay. Oder zum See. Ja, das war jetzt meine Idee. Da wollte ich ja mit dir reden noch. Aber. Teddy, der Zeit angemessen, ne? Ja. Wäre es vielleicht angebracht, wenn wir die beiden Gebäude ins Biest verlagern? Welche beiden? Diese. Ja. Und gedenkend an die Gebäude, weil sie uns von Anfang an begleiten haben, machen wir uns da unseren eigenen Dorfplatz mit Brunnen und Bäumen und so richtig schön. Du willst also Bäume neben das Biest pflanzen? Ja, so Dekor. Hier, so wie es im Haus ist. Komm mal kurz mit, bitte. Du siehst. Ja, jetzt pass auf. Hier will ich. Die Bäume hier nebendran. Hier würde ich auch gerne alles aufschütten. Unten die Straße hier, die benutzen wir ja nie. Die kommt wieder weg. Und dann machen wir das ein bisschen weiter. Und dann zum Biest hin bauen wir eine schöne hölzerne Sichtschutz, sodass wir hier einfach idyllische Ruhe haben. Hinten dran ist absolutes Industriechaos, aber hier, wenn wir dann hier sitzen und Richtung See gucken, Mond. Seht ihr? Es nimmt ab, also es wird schon wieder blauer jetzt. Ja, ja. Das wird auch noch mehr blauer, wenn erstmal die Raffinerie weg ist. Da reden wir dann aber in der nächsten Folge drüber. Das ist der zweite Plan, mit dem ich gerne mit dir reden würde. Es war mir wie immer eine Freude. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.